Hallo Frau Bachmann, da ich ja weiß, dass Sie heute nur gefahren sind, wollte ich wissen, wie die Fahrt ist, besonders die Straßenverhältnisse, denn ich weiß, die Straßenverhältnisse können in Uganda ziemlich schwierig sein. Hallo Emi, in der Tat haben wir gestern die Straßenverhältnisse kennengelernt. Das war wirklich sehr aufregend. Ich hatte mir das einfacher vorgestellt und konnte mir das gar nicht so glauben, wie anstrengend das für Ivan war. In der Pause war es für uns gut. Ivan musste sich ein bisschen erholen. Da konnten wir eine ugandische Hochzeit beobachten. Und die Braut, die war sehr, sehr hübsch. Ich finde hier die Frauen sowieso generell sehr interessant und sehr hübsch und sehr, sehr stolz. Dann haben wir den zweiten Teil der Fahrt überstanden und wirklich überstanden. Die Straßenverhältnisse wurden noch katastrophaler. Wir sind durch Baustellen durchgefahren. Unsere Koffer waren rot, denn Ivan hatte teilweise die Fenster aufgelassen und wir waren auch relativ verstaubt. Endlich angekommen im Regenwald war die Lodge hervorragend und am Abend haben wir die Strapazen schon wieder vergessen. Ja, und das gehört ja auch dazu, um ein Land zu erkunden.